Hallo, liebe Filmfreunde, mein Name ist Erik Adler und heute möchte ich mich mit euch den Film Prometheus besprechen. Vor ein paar Tagen habe ich ja den neuen Alien-Film Alien Covenant hier besprochen und dann habe ich Lust bekommen, wieder den Vorgänger zu sehen, Prometheus, auch von Ridley Scott aus dem Jahr 2012. Den habe ich damals im Kino gesehen, hat mir nicht so gut gefallen, aber beim erneuten Schauen hat ihm etwas besser gefallen, obwohl der Film immer noch Schwächen hat, ganz deutlich. Worum geht es denn hier? Es geht darum, dass ein Archäologenteam Ende des 21. Jahrhunderts in einer Höhle in Schottland Felsenbilder entdeckt, worauf Sterne abgebildet sind und sie finden heraus, dass es sich um ein Planetensystem weit weg von der Erde handelt und ein Privatunternehmen finanziert dann eine Forscherexpedition ein paar Jahre später, wo diese Archäologen dabei sind und auch andere Wissenschaftler, Geologen und andere, um herauszufinden, was denn das Ganze bedeuten könnte. Und mit an Bord ist auch der Androide David, der auch in Alien Covenant dabei ist und eine wichtige Rolle spielt, dargestellt von Michael Fassbender, der auch ein sehr guter Schauspieler ist. Andere, die im Film auftreten, sind Noomi Rapace, eine schwedische Schauspielerin, Charlize Theron und Idris Elba. Und das hier ist ein sehr actionreicher Film, das wird schnell erzählt. Es sieht sehr gut aus, wie das meiste, was Ridley Scott gemacht hat. Es ist visuell überwältigend. Das sind sehr schöne Bilder. Und der ist auch philosophisch. Es geht um den Ursprung der Menschheit. Woher kommen wir? Und was ist der Mensch? Der Mensch als schöpferisches Wesen, was er in den nächsten Film Alien Covenant noch weiter entwickelt wird mit dem Androiden David. Aber schon hier kommt es vor und es ist schon sehr interessant. Der Film konzentriert sich auf die zwei Figuren, gespielt von Noomi Rapace, diese Archäologin, und den Androiden David, gespielt von Michael Fassbender. Und es kommt auch zu einer Auseinandersetzung zwischen den zwei. Leider bleibt es da ein bisschen auf der Strecke. Man hätte sich vielleicht noch ein bisschen mehr erwünscht von dieser Auseinandersetzung zwischen diesen zwei Charakteren, denn es sind die zwei interessantesten Charaktere in dem Film, beziehungsweise die einzigen, die wirklich interessant sind, denn der Film hat auch deutliche Schwächen, wie gesagt. Und eine Schwäche sind auf jeden Fall die Charaktere, weil die meisten Charaktere nicht nur uninteressant sind, sondern direkt albern oder sogar idiotisch. Es gibt also Figuren, die mitreißen, also Wissenschaftler an Bord dieses Raumschiffes, die da mitreißen, die überhaupt in dem Film keine Funktion haben und die den Film wirklich runterziehen, dadurch, dass sie wie zurückgebliebene Vollidioten wirken. Und man fragt sich, was sie denn überhaupt in dem Film macht, vor allem weil es sich um ein extrem teures Unternehmen geht, was diese Firma dann finanziert. Und dass die überhaupt dann mitfahren dürfen, das ist echt erstaunlich und zieht das Ganze dann leider auch ins Lächerliche. Noch eine deutliche Schwäche des Films sind die logischen Brüche. Man fragt sich zum Beispiel, wie diese Monster so schnell wachsen können, auch ohne Nahrung. Und zum Beispiel, wie der Ingenieur zwischen den zwei Raumschiffen, beziehungsweise dem Alien-Raumschiff und dem Shuttle des Raumschiffes von der Erde, sich bewegen kann, auch noch ohne Raumanzug. Und das sind solche Fragen, die nicht beantwortet werden und die Handlung auch sehr unwahrscheinlich macht, leider. Wir sehen auch in dem Film einige Hologramme. Es wird aber nicht erklärt, wie und warum diese Hologramme aufgenommen wurden. Die sind aber da als Infodumping, damit man die Handlung besser versteht. Aber die haben in dem Film, in der Handlung an sich eigentlich keine Daseinsberechtigung, was den Film auch leider runterzieht. Auch sehr merkwürdig ist, dass eine Blockflöte vorkommt. Das kommt ja auch in Alien Covenant vor. In Alien Covenant versteht man, warum die Blockflöte da ist, weil es mit
schöpferischen Fähigkeiten der Menschen zu tun hat, was ja ein großes Thema in Alien Covenant ist, aber hier in Prometheus ist die Blockflöte auch da und fühlt dann die Funktion, diese Hologramme zu steuern und andere so ähnliche Sachen zu machen. Und es wirkt extrem unwahrscheinlich, dass jemand auf einer Blockflöte spielt, um eine Zukunftstechnologie zu bedienen. Also sehr, sehr, sehr merkwürdig. Noch eine Schwäche des Films ist die Tatsache, dass die Monster eher eklig als unheimlich wirken, meiner Meinung nach. Es fehlt einfach ein bisschen die unheimliche, bedrückende, klaustrophobische Stimmung aus den allerersten zwei Alien-Filmen. Stattdessen wird das Ganze eher slimig und das ist nicht so mein Ding. Es kommt darauf an, ob man auf so etwas steht natürlich überhaupt. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Film sehr spannend ist, es wird sehr rasant erzählt, er ist sehr schön und hat auch philosophische Tiefe. Also der Film ist sehr interessant, wenn man sich für etwas tiefgründigeren Science-Fiction, auch mit Horror-Elementen, interessiert. Das Beste, würde ich sagen, an dem Film, so wie auch in Alien Covenant, ist sicherlich Michael Fassbender und seine Figur David, dieser Androide, der sich die philosophischen Fragen stellt vor allem. Und auch noch dazu in diesem Film Noomi Rapace als Dr. Elizabeth Shaw, die Archäologin, die auch eine Antwort bekommen will auf die Frage nach dem Ursprung der Menschheit. Also mir hat der Film jetzt etwas besser gefallen als beim ersten Schauen. Vielleicht wird er beim erneuten Schauen noch besser, wer weiß. Aber wenn man beide Filme kurz nacheinander sieht, bei mir jetzt leider in der falschen Reihenfolge, würde ich sagen, macht das Ganze auch mehr Sinn. Und es wird dann noch interessanter. Das waren dann meine Gedanken zu Prometheus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne unten eure Kommentare geben. Ihr könnt natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und mir einen Thumbs up geben, wenn das hier euch gefallen hat. Und wir sehen uns nächstes Mal.